Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man das Gehäuse von diesem Duschsitz von der Wand wieder abbekommt. Ungünstig bei diesem System ist die Befestigung des Sitzes. Dieser ist mit Steckbolzen so verbunden, dass er bedauerlicherweise nicht mehr geöffnet werden kann. Leider ist bei den Bolzen keine Revision vorgesehen. Diese werden eingeschlagen und können anschließend nicht wieder herausgezogen werden. Das Aluminiumgehäuse dieses Duschsitzes wird zuerst an die Wand gedübelt. Anschließend wird das Dübelloch allerdings mit dem Steckbolzen verdeckt, sodass eine spätere Demontage nicht mehr möglich ist. Die einzige Lösung besteht darin, es aufzubohren. Der Markt bietet nur von der Firma Hatzit das Bolzen-Ausdreher-Set. So, hallo Leute, heute zeige ich euch mal, wie man einen Duschsitz demontiert. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass der verdeckt geschraubt ist und die Bolzen an sich nicht mehr rausgehen. Und in dem Fall haben wir jetzt hier von der Seite aufgebohrt. Deswegen liegen hier unten diese ganzen Bohrspäne rum. Und dann kommt man, wenn man von oben her aufbohrt, das ist praktisch der Sitz, der klemmt hier noch so dran. So. Dann kommt man praktisch erst die ganze Schraube an und ihr seht selber, die ist verdeckt unten hinter dem Bolzen. Und man kommt definitiv nicht dran und das Ding ist aus massivem Alu gebaut. Also muss man sich vorher genau überlegen, was man macht. Aber wir haben jetzt hier mit einem handelsüblichen Metabo-Schrauber, ja, und so einem 10er und 8er Bohrer haben wir das Ganze jetzt aufgebohrt, der Reihe nach. Und jetzt im letzten Schritt schauen wir, dass wir die Schraube da unten rauskriegen, die jetzt hier drin ist. Und dann haben wir das ganze Ding runter. Und die ganze Kuh ist vom Eis. Hier nochmal das Teil im Detail. Also man kommt von vorne, man sieht hier die Bolzen, die das Bohrloch verdecken. Die Bolzen stecken drin, die sind reingeschimmelt. Und man kriegt das Teil ohne Aufbohren auf jeden Fall nimmer ab. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen hoch da und setzt ein Abo. Danke fürs Zusehen.